Willkommen in Brisbane! Ja, die beiden, muss man nicht viel zu sagen. Aber wir sind in Brisbane angekommen und haben heute unsere neue dicke Bertha bekommen. Wir haben ein neues Auto. Heute im Zoo. Von wem ist der Zoo? Steve Irwin. Ganz bekannt hier in Australien. Wir wissen natürlich auch, dass jetzt Zoo nicht so gut für Tiere ist, die im Zoo sind. Aber ich weiß nicht, wie wir das rechtfertigen sollen. Aber hier sieht man auf jeden Fall die schöne Familie. Es ist familienfreundlich und so. Daran merkt man, dass man in einem Auto da. Ist. Ja! Harry Potter Action. Erzählt mal, Jungs, was schauen wir uns jetzt hier gerade an? Krokodilfritterbau. Von dem guten Mann hier. Wir sind in seinem Stadion. Und da geht's gleich ab. Da kommen die gleich raus, die Crocs. On 3, 2, 1! Cracky, cracky! There we go, there's a bit of a strike from the water's edge. And he is well and truly focused on my legs now, not the fish. Come on, big fella. There you go. Oh. How was that? Give it up for Graham. What an awesome crocodile. You can play it, you can play it once. A little bit higher. There you go, mate. There you go. Give it up for him. Das Krokodil ist. No. Ein Replikat von einem richtigen Krokodil, was mal gab. Da passen aber drei Farbis in den Bauch. Nicht nur drei, 20. Das ist süß. Auch so flauschig. Der nächste Fun Fact: Da kann man die größte Giraffe der Welt bestaunen. Mit einer Größe von 5,70 Meter, ne? Willkommen in der Sunshine Coast. Wir befinden uns gerade im Noosa Heads Nationalpark. Noch ein bisschen näher ran. Ich erzähle, wie der Schabernack und hat eine Schlange gesehen. Das ist kein Schabernack. Da hinten. Können wir hingehen. Versprochen, da war eben eine Schlange. Schlangenexperte habt ihr im letzten Video gesehen. Der weiß, der kennt sich da aus. Ja, fangen wir. Ich bin Schlangenbändiger. Jetzt geht's hier runter zu den Ferry-Dings. Ferry-Pools. Motivation ist richtig hart am Start. Hier ist schon der erste Ferry-Pool. Da springt Luca gleich rein mit dem Käpper. Paul hinterher mit der Arschpumpe. Wir machen jetzt einen Prank. Wir haben hier eine ganz, ganz Mini-Krabbe gefangen. Mr. Crab als Baby. Sieht ganz lustig aus. Das ist Krabby. Das ist Krabby. Krabby! Und der kommt jetzt hier hin. Auf Pauls Rücken. Thank you.
Sand einfach. Das ist Sand. Oh Mann! Das ist nämlich der Krabby! Ja, komm zu Papa! Guck mal, der mag uns schon, der läuft nicht mehr so schnell weg. Das ist schon eine andere Wahl. Schmeckt dir das Pausenbrot, was wir hier geschmiert haben? Schmeckt wie von Mama. Wie von Mama. Danke sehr. Chicken gemacht mit Curry und Reis. So dicker! Rating. Das Beste, was wir hier gekocht haben. Guten Morgen! My first catch caught snake in Australia. Keine Ahnung, was das für ein ist, aber. Luca, süß. Der Schlangenfänger. Also, um alle einmal zu beruhigen, das war keine giftige Schlange, das war eine Tree Snake, die hier in den Bäumen liegt und auch auf dem Boden. Und die ist nicht giftig. Also, das wusste ich auch vorher, deswegen habe ich die aufgehoben und den Jens gegeben. Ja. Ich habe ein bisschen gehofft, dass sie giftig ist, aber. Das wäre cool gewesen, wenn die giftig wäre. Das wäre cool gewesen. Unser Ziel für heute, der wird heute bestiegen. Hier führt der steile Weg auf zum Mount Karura. So geht der Weg. Die ganze Zeit hier festhalten und dann immer hoch. Boah. Ah, wir sind schon. Da ist der andere. Komplett. Kirschnass. Come on. Come on. Wir machen das, Digga. Paul, come on. Ja. Come on. Come on! Let's go! Ganz oben angekommen und da seht ihr es auch schon, kommt Regen auf uns zu. Direkt wieder runter. Können wir runterrutschen? Bald war es das auch mit unserem zweiten Auto. Ja, vielleicht war das ein Steinschlag mit dem Arm. Aber weil das ist nicht jetzt passiert. K-Glas repariert. K-Glas tauscht aus! Erzähl mal, wo geht's heute hin? Unser erster Ausflug. Unser erster Ausflug. Heute geht's auf die Fraser Island. Die längste Sandstrandinsel überhaupt. Sandinsel. Ja, sogar ein Sand-Rainforest. Echt krass. Das ist der einzige auf der ganzen Welt. Whereas there are some out here which will sort of the bus go up and down. Oh yeah, we'll down. Get ourselves around and park up. I'll point out where all this stuff is for you. That's a call to the town. Am ersten Stopp angekommen und das ist der Lake McKenzie hier auf den Fraser Islands. Der besteht aus nur Regenwasser. Ja. You're at the wall of the writer's block. You need a spark, a light in the glass, dark. Glass, get you out of your head and into your heart. Taking a walk on the wild side, something in the way she moves, candle in the wind and it's blowing everywhere we go. All these girls got something going on. Club, her name was Lola, champagne tasting Coca-Cola in the hands of my love, and oh, my love does it good. All us boys need something that they got. This one's for Elise, Norma Jean, Patty Boyd, and Carole King, Hollywood Lawn, Linda E.
Wir sind jetzt auf einer Tour durch den Regenwald hier, der ganz besonders ist. Und da unten kann man kristallklares Wasser erkennen. Man erkennt fast gar nichts. Weil das so klar ist das. Luca ohne Brille kann da gar nichts sehen. Ja, ich sehe da, ich habe da eben drauf geguckt, ich habe das Wasser gar nicht erkannt. Ohne die Spiegelung wird man nicht erkennen, dass da Wasser ist. Wusstest du, dass hier drin früher die Aborigines ihre Kinder geboren haben? Nee. Krass, oder? Danke für den Tipp. Danke für die Information. Du musst dich filmen, warte, für Fabi. Wir haben von unserem Ranger gelernt, dass diese Bären die warte. Abführmittel sind. Mhm. Und wir haben leider gerade einen Kranken bei uns. Liebe Grüße geht raus, der kann deswegen die Tür nicht mitmachen. Der könnte die vielleicht jetzt mal gut gebrauchen, so eine Beere. Vielleicht bringen wir vielleicht braucht er auch die gegenteilige Beere. Ja, das stimmt. Letzte Station vom heutigen Tag, Ally Creek. Yeah. Wird nochmal hier reingejumpt. Oha! Da hat er gerade noch den Rucksack gerettet. Er sagt Tarzan. Ja, das war Tarzan. Ich bin zu schwach. Mowgli angedüst. Ranger, da oben, der hat ganz schön viel Ahnung. Er meinte, das war auch eine Tschüss-Snake. Ich hab's euch gesagt, gar keine Gefahr. Auf unserer Reise nicht fehlen. Grüß persönlich, Captain Blaubeer ist heute auch da. Moin moin. Liebe Grüße, moin moin moin. Captain. But Bear still didn't want to leave. He didn't want to leave his sister here because he'd looked after his sister for such a long time. Guten Morgen. Guten Morgen. Aber ist wieder gesund. Was machen wir jetzt? Wie viel ist das? Jetzt gerade 5.30 Uhr. Wir machen jetzt Siegerfoto für Juice. Dann kriegen wir die ganze Sache gesponsert. Oh ja. Danach haben wir ein richtiges Problem, wie unser Auto hier rauszukaufen. Ob wir das geschafft haben und ob wir es bis zu den Sundays geschafft haben, das seht ihr im nächsten Vlog.